Hey zusammen und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Ich habe mal was Kleines zu sagen und zwar habe ich mein Mikrofon anders eingestellt. Das werdet ihr wahrscheinlich auch jetzt direkt schon hören. Und meine Stimme hört sich vielleicht ein bisschen anders an, weil ich derzeit Halsschmerzen habe. Nachher kommt der schöne Honig-Zwiebelsaft zu mir. Und den werde ich dann trinken müssen. Aber schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das findet mit den Einstellungen meines Mikrofons. Ich habe da ja ein bisschen rumgeschraubt. Und da müsste auf jeden Fall ein Unterschied zu hören sein. Das würde mich mal interessieren, ob das so besser ist oder ob das vorher besser war. Danke, deine Pokémon, denn jetzt kommen wir jederzeit wieder vorbei. Standardspruch. So, oben waren wir fertig, ne? Dann könnten wir ja jetzt die Arena-Leiterin besiegen. Sollten wir es schaffen, oder? Mal gucken, wer hier vor uns war. Azuria Pokémon Arena, Leitung Misty, bisherige Besieger, Sieger, Fives. Scheiße, er war also schon vor uns da. Das heißt, wir müssen jetzt richtig Gas geben, damit wir den wieder einholen. Hä? Warte, du Champion, ins B. Ins B? Ich habe einen Tipp für dich. Misty ist die Arena-Leiterin. Kämpft mit Wasser-Pokémon. War da wieder ein Fail von mir? Du kannst ihnen das Wasser mit Pflanzen-Pokémon entziehen. Elektro dürfen sich auch als nützlich erweisen. Ja, herzlichen Dank, ne? Ich weiß schon selber, was irgendwelche Stärke hat und was nicht. Du musst neu sein. Ich habe dich noch nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Meine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiveinsatz von Wasser-Pokémon. Ja, wunderschön. Wir wissen, dass du so eine kleine Wasserfetischistin bist. Jeder, der die Serie geguckt hat, weiß das auch. Dum, 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 Sternduo. Und danach dürfte uns Starmie erwarten, was leicht schwer sein könnte. Aber ich denke mal nicht, mit unseren Pokémon, die wir jetzt schon haben. Ich meine, vielleicht habe ich auch ein bisschen übertrieben mit dem Trainieren. Aber ist ja auch wurscht, ne? So packen wir das Ganze gut hier und brauchen nicht noch Stunden, um den Kampf hier zu bestreiten. Energiefokus. Ja, nee, das möchte ich nicht erlernen, ist nicht so mein Ding. Nein, genau. Dankeschön. Und jetzt kommt Starmie. Starmie ist sehr stark. Aquavelle. Bam. Hat es uns schon fast vom Fenster weggeputzt, das Ding? Oh, oh, oh. Komm. Na, seht ihr? Ich hab's gesagt, man darf das Ding auf jeden Fall nicht unterschätzen. Versuchen was mit Radikal. Komm, Karl. Karl, haus raus. Hau uns den Sieg raus. Los, Hyperzahn. Oh, oh, oh. Aquavelle, oh, das sollten wir überstehen. Und hau nochmal drauf da. Das Schlimme ist natürlich, dass... Ich wollte es gerade sagen. Supertrank, die heilt sich immer wieder. Das ist so schlimm. Richtig ätzend. Dann nochmal Hyperzahn, bitte. Ah, fuck. Oh, oh, oh. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, ne, das wäre ziemlich traurig. Aber Wasser und Flug... Flug sollte doch eigentlich im Vorteil sein, oder? Oder irre ich mich da? Oh, oh, oh. Oh, scheiße. Oh. Das tut weh. Das tut weh. Das tut richtig weh. Boah, fünfmal. Und noch ein Volltreffer. Na komm, bitte. Flug. Ja, Turbo-Turbo-Dreher. Super. Ich hoffe, ich darf jetzt zuerst ergreifen, denn dann kann es was werden. What the hell, ey. Komm, Biss. Oh, oh. Ja. Geil. Geschafft. Geschafft. Zum Glück, Leute. Shillock erhält 931 Erfahrungspunkte. Level 20. Wow, du bist sehr gut. Alles klar. Ich überlasse dir den Quellorden als Zeichen deines Triumphes. Cody gewinnt 2100 Pokémon-Pfund. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Der Quellorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Deine Pokémon können jetzt den Zerschneider nun jederzeit einsetzen.
Du kannst kleine Büsche zacken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch meine Lieblings-TM. Boah, das ist aber nett. Aquarelle. Jo, dankeschön, Misty. Bis dann, ne? Ich denke mal, wir sehen uns bestimmt irgendwann mal wieder. So. Wenn jetzt nicht dieser Rivale Fives nochmal kommen sollte. Was meint ihr? Kommt er jetzt gleich nochmal oder? Oder eher nicht? Also wir könnten jetzt auf jeden Fall schon weitergehen. Ich möchte aber auf jeden Fall auch noch einen Abra fangen. Abra bekommt man ja auch hier in der Wiese irgendwo. Ist eigentlich sehr schade. Es gibt ja auch so einen kleinen Trick. Hier ist der Fahrradladen. Komm. Ich hätte gerne ein rotes Fahrrad. Aber ich würde nicht damit fahren, damit es nicht schmutzig wird. Ich sehe nur blaue. Aha, ein Flegmon. Ach ne, ein Lamus. Ah. Was kann man denn hier Schönes kaufen? Gucken wir doch glatt mal rein. Wenn wir eh schon in der Ecke der Stadt sind. Benutze einen Schutz, um Käfer und schwächere Pokémon von dir fernzuhalten. Für optimalen Schutz solltest du das stärkste Pokémon an die Spitze der Liste setzen. Wenn das Pokémon, das an erster Stelle sehr stark ist, wirkt Schutz noch besser. Aha. Okay. Ja, auf jeden Fall, wir könnten uns mal wieder ein paar Schützchen kaufen. Schade nicht, wir haben ja 11.000. So. Dankeschön. Was könnten wir noch gebrauchen? Pokebälle? Haben wir noch welche? Ich weiß gar nicht. Guck mal, holen wir mal 3 Stück. So. Tschüssi. Tschüssi, lieber Verkäufer. Mhm. So, sowas hier unten können wir dann zum Beispiel zerschneiden mit Zerschneider. Aber Zerschneider müssen wir erstmal bekommen, ne? Was bist du denn für einer? Das klingt lustig, ja, witzig. Enzyklopädie. Hallo. Mein Mann tauscht für sein Leben gern Pokémon. Fail. Du bist auch ein Sammler? Würdest du bitte Pokémon mit ihm tauschen? Na klar, wenn er was Cooles hat und was Billiges dafür haben will. Hallo, willst du dein Quapuzzi nicht gegen meinen Rossana tauschen? Tut mir sehr leid, aber ich habe keinen Quapuzzi, du Vogel. Wieso behauptet ihr einfach, dass ich irgendwelche Pokémon hätte? Arsch, ein Bauer. Hier kriegt man doch auch irgendwas. Kriegt man hier nicht die Angel? Trainer, ja, klar, ich Orden schon. Die Orden sind Geheimnis zum Wurm. Geheimnis am Wurm, achso. Also dann, über welchen der 8 Orden soll ich dir etwas erzählen? Über gar keinen. Danke. Oder muss man ihm zuhören? Ah, das wäre richtig mies. Hier gibt's doch bestimmt irgendwas. Der Garten ist doch nicht umsonst da. Hier ist irgendwas. Ah, guck mal an. Ein Sonderbonbon. Ja, wie geil. Haben wir schon 2. Na komm. Cool, dass du Sonderbonbons in deinem Garten versteckst, Opa. Echt geile Sache. Dann sag ich mal, sprechen wir trotzdem mit dir. Erzähl uns mal was über den ersten Orden. Ne, okay, über den nächsten Orden. Das sollte der Donnerorden sein. Die Initiative deiner Pokémon nimmt zu. Okay, Initiative ist es also. Des Weiteren ist es dir möglich, Fliegen außerhalb von Kämpfen einzusetzen. Also dann, über welchen Orden soll ich dir etwas erzählen? Ja, bist du doof? Du hast mir schon was erzählt. Aber schön, dass du einen aufklären möchtest. Das ist gut. Kann man sich immer Infos holen. Was ist das denn hier? Noch ein Opa. Ich stelle eine Vielzahl von Medikamenten aus Bärenpuder her. Mit gutem Bärenpuder kann ich jedes Medikament herstellen. Hast du Interesse an Bären? Ja. Warum lügst du mich an? Wie viele Bären hast du? Keine einzige. Hey, ich bin blöd, Junge. Ich hab trotzdem Interesse. Auch als Kind sollte man sich für alle möglichen Dinge... Ja, ey. Egal, was ich sage, ne? Nicht richtig. Ach, hier gibt es jetzt auch schon die Bärenmühle. Ist ja geil. Die gab es ja in den neuen Teilen überall, aber in Pokémon Rot und so gab es das ja eigentlich noch nicht. Aber cool, anscheinend gibt es das jetzt hier auch. Ach, das ist doch wieder ein Sadomaso-Typi. Was hast du uns zu erzählen? Die Leute hier wurden beraubt. Das Team Rocket steckt hinter den abscheulichen Verbrechen. Sogar die Polizei ist jetzt gegen Team Rocket machtlos. Tja, Pech, ne? Das Team Rocket braucht den Schaufler sicher für irgendeine Schandtat. Aha, also haben die Schaufler geklaut. Dieses gemeine Team Rocket. Hör dir an, was sie hier verbrochen haben. Sie haben den Schaufler gestohlen. Eine TM, mit der Pokémon Löcher in Löcher graben können. Bla bla bla. Ja. Oh, du hast das bestimmt, ne? Naja, dann raus damit. Hä, bleib draußen. Du hast hier nichts zu suchen. Was ich hier tue? Ich bin nur ein unschuldiger Passant. Was? Du glaubst mir etwa nicht?
Hm, als ob ich dir glaube, kleiner Mann. Oh, Level 17. Kampf gegen Kampf, wer gewinnt? Ich denke, das stärkere Kampf-Pokémon. Noch einmal. Na komm. Karate-Schlag. Voll in den Nacken. Oh, wunderschön. Und noch eins hat er. Noch eins. Ja, wunderschön. Tomato. Hm, was brauchen wir denn eigentlich nochmal für den Tausch davon? Da war doch irgendwas. Hm, also Rosana will er uns geben und dafür brauchen wir ein... Was wollte der denn haben? Ach, Quapuzzi, genau. Ein Quapuzzi. Müssen wir mal im Wasser gucken später. Zumindest denke ich mal, dass es das im Wasser geben sollte. Ist ja ein Wasser-Pokémon. Ein Wasserkampf-Pokémon sogar, ne? Und wenn wir dafür einen Rosana bekommen, Rosana ist cool. Sieht zwar scheiße aus, aber ist cool. Ist gut. Jetzt habe ich den Satz vergessen. Egal. Okay, ich gebe dir die gestohlene TM zurück. Wow, dankeschön. Jetzt verpiss dich. Ich gehe wohl besser. Tschüss. Jo. Wollt ihr das zurückhaben? Hier? Ich kann es euch gerne geben. Na komm, hallo, wollt ihr das nicht wieder haben? Achso, was weg ist, ist weg, okay. Dann frage ich mal den Polizisten, ob sie es haben will. Oder er, wie auch immer. Ah, okay. Hat sie also nichts aktualisiert hier. Haben sie gar nicht gemerkt, dass ich den besiegt habe, war? Mann, Mann, Mann. Die Indizien sprechen für einen Einbruch. Seit wann steht die hier denn im Haus? Was hat das denn zu bedeuten? Mhm. Da kommen wir später erst her. Ich will ein Fahrrad haben, ey. Wow! So, weiter geht's. Und hier können wir unsere Pokémon zum Trainieren abgeben, nicht? So war das doch. Hier ist doch der alte Trainermeister. Ich leite diese Pension. Soll ich eines deiner Pokémon großziehen? Ja? Welche soll hier bleiben? Och, eigentlich gar keins. Ja, ich komme wieder, wenn ich was brauche, ne? Tschüssi. So, hier brauchen wir nicht lang. Hier. Yeah. Tunnelfahrt, Azuria City zu... Was weiß ich für eine City. Besitzt du ein Nidoran? Willst du jetzt gegen mein Nidoran tauschen? Nein, tut mir leid, ich habe eins. Muss ich dich leider enttäuschen. Hier gibt's auch irgendwo ein Item, ne? Wenn ich wüsste, wo... Ich will alles abklappern hier. Ach, egal. Arschlecken. Das ist doch der Tunnelfahrt, ne? Hier kann man auch mit wunderschönen Fahrrädern fahren. Und was willst du? Schon viele Leute haben Dinge auf den Tunnelfahrt verloren. Siehst du, das ist doch eine Andeutung. Ich glaube, da war ein Äther oder ein Beleber oder irgendwas. Kann man da finden? Konnte man zumindest damals... Na egal. Hier gibt's auch wieder nix, oder? Ist wieder so eine auffällige Wiese, richtig abgezäunt. Ah, siehste. Eine Beere. Ja, cool. Das ist meistens so, ne? Gibt's hier auch was? Das wäre ja dann mal übertrieben, ey, wenn ich hier so viele Sachen finden kann. Ja, doch! Ein Sonderbonbon! Lava doch nicht, wie geil. Muss ich jetzt aber 10 Mal draufklicken, ey. Geil, ey. So viele Sonderbonbons schon gefunden. Man findet hier draußen nicht viele Käfer. Ja, nicht? Findest du? Man geht auch in den Wald. Du Vogel. Yo. Los, Minky. Karate-Schlag. Na komm, besieg mich. Los. Gib es mir. Mit Fadenschuss. Yay. Ja, super. Kannst du mich nicht mal besiegen, einfach so? Ich will auch mal meinen anderen Pokémon leveln. Daher kannst du das ruhig besiegen, ist nicht so schlimm. Aber gleich kommen wir ja zu diesem Schiff, ne? Was wir schön abchecken wollen. Ich glaube, wir gehen dann in jede Kabine und jedes Item. Vielleicht finden wir da ja auch noch Sonderbonbons, wer weiß. Nächstes. Habitat, los. Das ist dein Käfer-Pokémon, das solltest du schaffen. Das solltest du schaffen. Machen wir eine Flugattacke. Ist am effektivsten. Oh, noch ein Raupi.
Yay. Los.